Botschaft Nummer 1198, 18. April 2018. Wartet nicht, mein Kind, mein liebes Kind, ein Mann wird kommen, und er wird seine Stimme für Jesus, meinen heiligen Sohn, erheben. Er wird den wahren Glauben und die wahre Kirche meines Sohnes verteidigen. Er wird von Gott, unserem Vater, geschickt, und er wird Hoffnung für unsere Kinder bringen. Die wahre Kirche meines Sohnes wird nun immer mehr von innen heraus zerstört. Die Oberen der weltlichen Kirche tragen hierfür die Verantwortung. Ihr werdet schon sehr lange betrogen und belogen, und immer mehr machen sie Unwahrheiten bekannt, versteckt, aber abgewandelt. So verändern sie eure Messbücher, das Wort meines Sohnes, sowie die heilige Eucharistie, die schon bald, sehr bald, nicht mehr wahr sein wird. Meine Kinder, meine so geliebten Kinder, ihr müsst für den wahren Glauben und die wahre Kirche meines Sohnes eintreten. Ihr müsst Zeugnis geben und dürft diese Veränderungen, die sich einschleichen, nicht annehmen. Eine Hostie ohne Wandlung ist nichts wert, meine geliebten Kinder, so tretet ein für euren Jesus und leugnet ihn nicht. Die heiligen Sakramente verlieren nicht nur immer mehr an ihrer wahren Bedeutung, sondern sie werden von höchster Kirchenstelle entheiligt. Wieder Verheiratete dürfen weder ein zweites oder gar drittes oder viertes Mal vor Gott getraut werden, denn was Gott zusammenfügt, das darf der Mensch nicht trennen. Noch sind sie würdig, noch an das heilige Sakrament der Eucharistie zu empfangen. Meine Kinder, die Verwirrung ist zu groß in eurer Welt, und die einfachsten göttlichen Gesetze werden gedimmt, verdreht und oder angepasst und passend gemacht. So geht das nicht. Ihr versündigt euch, meine Kinder, ihr versündigt euch an dem, was heilig ist. Meine Kinder, dieser Mann, der kommen wird, wird den wahren Glauben und die wahre Kirche meines Sohnes verteidigen und wieder aufbauen. Er wird die Höchsten der Kirche gegen sich haben. Er wird Verleumdungen ausgesetzt sein, doch, meine geliebten Kinder, wird er vom Vater im Himmel geschickt sein, und er wird nicht nur Erinnerung an alles Wahre sein, sondern auch Mahnung. Meine Kinder, meine so von mir geliebten Kinder, die Liebe meines Sohnes ist groß. Sie ist unendlich, und sie ist vor allem barmherzig. Deshalb glaubt an ihn und vertraut auf ihn, verteidigt ihn und bleibt ihm treu. Niemand, der sich wahren Herzens zu ihm bekehrt, wird zurückgewiesen, noch wird er allein sein. Mein Sohn wird Sorge für ihn tragen. Doch Kinder, meine lieben Kinder, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst umkehren, und ihr müsst Jesus verteidigen. Euer unwiderrufliches Ja ist die Voraussetzung dafür. Sagt Ja zu Jesus und betet, denn wer sich dem Herrn anvertraut, wer auf ihn vertraut, dem wird er zur Hilfe eilen. Er wird nicht verloren gehen und seine Seele wird gerettet werden. So kehrt um, meine Kinder, bevor es zu spät ist. Amen. In Liebe, eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Wartet nicht, sondern tretet ein für Jesus. Amen.